gegen das pakistanische Volk. Pakistan unterstützt die afghanischen Widerstandskämpfer bei ihrem Kampf gegen das herrschende Regime in Kabul. In Jerusalem haben rund 2000 Anhänger der Bewegung Frieden jetzt gegen die israelische Besatzungspolitik demonstriert. Die Demonstranten forderten das Ende der israelischen Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes. Demonstranten, die trotz eines polizeilichen Verbotes zum Haus von Ministerpräsident Shamir marschierten, wurden von der Polizei mit Tränengas auseinandergetrieben. Zum Eishockeysport. Im Spengler Cup siegte das Team Davos Selection in der ausverkauften Davoser Eissporthalle 4:2 gegen den schwedischen Meister Färjestad BK und setzte sich damit an die Spitze der Tabelle. Der italienische Weitspringer Giovanni Evangelisti hat seine Bronzemedaille zurückgegeben, die er bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Rom gewonnen hatte. Evangelisti erklärte, die Medaille, die er im Weitsprung gewonnen hatte, sei für ihn nach den vielen Manipulationsvorwürfen wertlos geworden. Praktisch im ganzen Alpengebiet herrscht Schneemangel. Wo üblicherweise um diese Zeit Ski gefahren wird, zeigen sich noch grüne Wiesen. Wer Skifahren will, muss sich derzeit fast überall auf Höhen über 2000 Meter begeben. Und zum Schluss die Wetterprognosen. Im Norden Hochnebelfelder, sonst ziemlich sonnig, im Süden schön. Die Tagesschau meldet sich heute Sonntag, das erste Mal wieder um 13.30 Uhr. Auf Wiedersehen. Tierpalooza heißt der folgende Wildwestfilm, den wir nun in der deutschen Fassung unter dem Titel Südwest nach Sonora zeigen. Marlon Brando verkörpert darin einen einstigen Revolverhelden, dessen Pferd gestohlen wird. Da er sein Tier, den Appaloosa, nicht aufgeben will, kommt es zu bitteren Auseinandersetzungen im mexikanischen Grenzland.